Really awesome. Mieux que le skin. Je pense qu'il voulait se raser le premier jour, puis à la fin il a déjà une barbe. À la fin t'as déjà la barbe. Pas de problème. À la fin des 100 heures t'as déjà la barbe. Demain c'est la journée la plus longue. Non. Quelquefois les arbres ils se tombent vite et vite. Bon, 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 une pause bientôt. 21h35, il y a une pause. C'est facile ce machin. C'est pas mal pour les romans. Dans le 4 heures. C'est nous la prochaine pause. Dans 4h, pause. Dans 3h35, il y a une pause. Il est où le problème? Le problème, c'est qu'il y en a qu'un qui change. Wenn du bist in Schlafdistanz, ist das genau. Nein, nein, für 3. Aber wir sind wieder dran.
Wenn wir vorhin gerade beobachtet haben, selbst gestandene Swiss League Vierer können nicht wirklich wischen. Das ist halt kein gelernter Wischer. Ja, ist ja so. Gleichgewichtsproblem. Man sieht Verbesserungspotenzial bei diesen Spielern. Sagt der ehemalige Skip. Es un parodé. Qu'est-ce que vous pensez du jeu juste maintenant? Je pense surtout que dans 4 heures je vais dormir. Typiquement roman, hein? Ah, typique, dormir, sieste, oh, und nur scheiße.
Ja, wir hätten gerne mit dem Trainer schnell. Bleib einer raus und dann machen wir noch ein Gewicht rein. Ja, wer weiß, gell? Also, sind die weichen gegangen? Ja, ja.
Ich sitze hier gerade im Interview mit dem Judy. 31 Stunden 20. Judy, wie fühlt man sich nach dieser Zeit? Ja, es geht eigentlich noch ziemlich gut. Erstaunlich gut, ja. Ich habe noch ein paar Stunden hinter noch. Was denkt ihr, wie werdet ihr das meistern? Ich denke, 1-2 werden ziemlich Mühe haben, aber ich denke im Ganzen, wir bringen das sauber durch, die 100 Stunden. Und mit den 1-2, die werden Mühe haben, ist sicher der Rios drunter, oder? Ich denke, der schafft das, Rios. Alle! Thank you.
Nach 31 Stunden und 24 sind wir bei einem Spielstand von 102 für Dübendorf, für 85 für Biel. Momentan sieht es gerade nach einer ziemlich guten Ausgangslage für Biel aus. Sicher nichts kaputt. Wir haben es wieder. Thank you.
Adios, Rick.